sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt, liebe Schwestern und Brüder. Ein Katholik auf der Kanzel einer evangelischen Kirche, Jesuit gar, und dann auch noch am Reformationstag, wo gibt's das? Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich mich sehr freue, heute hier zu sein, und es ist eine große Ehre für mich, hier an diesem Tag zu Ihnen sprechen zu dürfen. Ich habe allerdings 7 Punkte. Der erste ist Vorsicht Minenfelder. Es gibt jetzt hier ein paar Klippen zu umschiffen, ein paar Minenfelder zu vermeiden. Ich möchte nämlich diese Gelegenheit hier nicht missbrauchen, um hier Werbung für meine eigene Konfession, den Katholizismus, zu machen. Ich denke, das würden die aufgeklärten Protestantinnen und Protestanten hier in Charlottenburg sich auch gar nicht gefallen lassen, zu Recht. Ich möchte hier mich allerdings auch nicht evangelischer und reformierter geben als Martin Luther. Auch das würden Sie sich wahrscheinlich kaum gefallen lassen, und das müsste automatisch in Peinlichkeit enden. Ich bin gekommen, um Ihnen zu sagen, wofür ich Ihnen und Ihrer Kirche danke und wo wir Katholiken vielleicht, wenn ich das mal so sagen darf, wo wir Katholiken, Sie, die evangelischen Christen, im Orchester dieser Welt brauchen. Zweitens, warum ich gerne katholisch bin. Ich möchte gleich zu Beginn sagen, dass ich gerne katholisch bin und es wahrscheinlich auch bleibe. Ja, also so viel Feenstaub können Sie hier gar nicht verstreuen. Und dass ich da jetzt kurzfristig mich ändere. Ich finde meine Kirche, die katholische Kirche, reich an Symbolen, an Riten, an Festen, die ich nicht missen möchte. Und ich stelle auch bei Kirchen und bei glaubensdistanzierten Menschen eine Ansprechbarkeit für das Religiöse im Allgemeinen und für Sakramentalien im Besonderen fest. Etwa am Friedhof, ja, wenn ich mit einem Messdiener im vollen Ornat mit Weihwasser und Weihrauch am Grab stehe. Oder wenn neu zugezogene Familien mich rufen, um ebenfalls mit Weihwasser die neu frisch bezogene Wohnung zu segnen. Ich freue mich am Kirchenjahr mit seinem Martins- und Nikolausfest, an unserer Marienkapelle in der Kirche mit den vielen Lichtern. Ich tunke, wenn nicht gerade Corona ist, meine Finger gerne in ein Weihwasserbecken, Schälchen. Ich ziehe gerne ab und zu brokatschwere Messgewänder an. Ich spende am 3. Februar gerne den Blasius-Segen gegen Hals- und Nasenkrankheiten und so weiter und so weiter. Jetzt drittens, was mich als Katholiken nachdenklich macht. Ich könnte jetzt noch weitermachen und fortfahren in der Aufzählung, was in unseren katholischen Schatzkisten und Methodenkoffern an Kostbarkeiten, Symbolen, Brauchtum vorhanden ist. Aber gleichzeitig beschleicht mich trotz all dieser auch von mir praktizierten Dinge ein schleichendes Unbehagen. Ausgelöst wurde dieses Unbehagen durch zwei Begebenheiten, die ich Ihnen gerne erzähle. Ich war damals noch Pfarrer in Göttingen und ich war zu einer Tagung hierher nach Berlin eingeladen und konnte dabei bei einer früheren Schulkameradin
unterkommen. Ich wurde herzlichst aufgenommen und es war sehr schnell so wie früher in der alten Clique. Und das ist bei einem Pfarrer unvermeidlich. Irgendwann kommt das Gespräch auf das Thema Religion. Und sie war eher areligiös, sagen wir mal, leicht esoterisch. Und er stammte und stammt aus den neuen Bundesländern, völlig religiös, unmusikalisch aufgewachsen. Und es ging dann darum, ob ich nicht ihre Wohnung segnen könnte. Ja, nun hatte ich allerdings meinen katholischen Bauchkoffer nicht dabei. Und ich habe dann auf dem Kaminsims so ein Marienbild entdeckt und gleich daneben eine Buddha-Figur. Die beiden Freunde sind offen, liberal, nett, keinesfalls fanatisch, aber ich hätte diese Wohnung nicht wirklich gerne segnen wollen, ne? Weil ich vermute nämlich, wenn am nächsten Tag ein anderer Priester oder gar ein Schamane mit irgendeinem Ritual gekommen wäre, der wäre genauso willkommen gewesen. Und mindestens hilft es nichts, dann schadet es nichts. Und aber will ich das? Ist das der Zug, auf den wir Katholiken oder wir Christen überhaupt angesichts sinkender Mitgliederzahlen aufspringen sollten? Was passiert hier? Das zweite Unbehagen, auslösende Erlebnis war folgendes. In Hamburg, da hat man ein ganzes Stadtviertel neu konzipiert und geschaffen, nämlich Hafen City. Und während man ja sonst überall es mit über langen Zeiträumen gewachsenen Strukturen zu tun hat, war hier die Chance, gleichsam eine Stadt auf dem Reißbrett zu entwerfen und auch von Anfang an zu überlegen, wie soll Kirche hier präsent sein in dieser neuen großen Stadt. Und so haben sich 19 christliche Konfessionen zusammengetan und haben eine ökumenische Kapelle gebaut, ökumenisches Zentrum. Und ich habe dieses Zentrum besichtigt. Jede Konfession sollte und konnte und durfte etwas, was für sie typisch ist, in diese Kapelle einbringen. Und eine orthodoxe Konfession, die haben eine wunderbare Ikone eingebracht. Die Reformierten haben einen schön gestalteten Bibelspruch beigesteuert. Und wir Katholiken? Eine Reliquie. Ich bin aber nicht einer von denen, die mit den Reliquien. Verstehen Sie mich nicht falsch? Ich stehe zu dieser Tradition meiner Kirche. Ja? Und in der Canisiuskirche ist vor dem Altar auch eine Reliquie eingelassen. Viertens, Hauptsache muss Hauptsache bleiben. Ich würde mich in meinem Glauben total verkannt fühlen, wenn ich einer von denen, die mit den Reliquien wäre. Ich möchte nämlich gerne als einer von denen, die auch mit diesem Jesus von Nazareth sind, wie es der große evangelische Christ und ehemalige Bundespräsident Johannes Rau auf seinen Grabstein am Dorotheenstädtischen Friedhof hat einmeißeln lassen. Er, Christus, ja, er ist unsere gemeinsame Mitte. Meine und ich denke auch
ihre. Und wenn diese Mitte gegeben und gesehen wird, wenn diese Mitte lebendig ist und gefeiert wird, dann kann vieles dazukommen, dass diese Mitte bereichert, symbolisiert oder auf sie hinweist. Aber wenn die Extras und die Zutaten wichtiger werden als das Zentrum, dann kippt das ganze Glaubenssystem wie ein überfordertes oder gar vergiftetes Ökosystem. Vieles ist meines Erachtens im Christentum möglich, aber wenn die Mitte ausgedünnt wird, wegbricht oder gar fehlt und sich die Diskussionen immer mehr um Nebensächlichkeiten kreisen und die Hauptsache zunehmend unter den Tisch fällt oder aus Peinlichkeit verschwiegen wird, dann läuft hier etwas aus dem Ruder. Und ich meine, dass das genau das war, was Martin Luther vor 500 Jahren gespürt hat. Hier läuft etwas aus dem Ruder. Fünftens, Klartext und Kontext. Ich muss es nochmal sagen, bitte lassen Sie sich auch die legere Wortwahl gefallen. Wir Katholiken haben eine gute Show. die allerbeste Show, meiner Meinung nach, die allerbeste Show haben ultraorthodoxe Juden mit den Schäferlocken und den Kaftanen, aber wir Katholiken, finde ich, sind auch nicht schlecht. Wenn in Fernsehfilmen Kirche vorkommt, dann ist das oft, sind das oft katholische Pfarrer oder Christen, weil die wahrscheinlich die exotischeren Gewänder und die telegeneren Gewänder zu haben scheinen. Und wenn Millionen Menschen am Tag einer Papstwahl auf Phoenix auf einen kleinen Kamin starren und drüber diskutieren, ist das noch schwarzer Rauch oder ist das schon weißer Rauch, dann freue ich mich über die Einschaltquoten. Aber Glaube ist keine Show. Und es kann im Letzten auch nicht um Einschaltquoten gehen. Wir Christen wollen ja nicht die Gehirne von Werbetextern, sondern die Herzen der Menschen erreichen. Eine gute Show ist okay. Ja? Und ich unterstelle jedem von uns, dass er gerne in einem Gottesdienst ist, in dem sich die Verantwortlichen Mühe gegeben haben und sich haben was einfallen lassen. Und ich finde, sie haben sich heute hier schon auf jeden Fall etwas einfallen lassen. Aber im Kern geht es nicht um eine Show, sondern um den gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus. In unserer Canisiuskirche, da haben auch schon viele evangelische Pastoren und Pastorinnen gepredigt und freue mich, dass Ramona Ronstock morgen bei uns zum Thema Allerheiligen spricht. Bin gespannt, wie du dich da durch das Thema windest. Und einmal, da habe ich einen evangelischen Pastor, Freund, eingeladen und mich mit dem in der Sakristei so unterhalten. Und dann habe ich ihn gefragt, wie willst du predigen? Im Anzug oder im Talar oder im Lutherrock? Und dann hat er gesagt, das ist mir eigentlich egal, es geht ja um den Text und nicht um die Textilien. Und ich bin ein Freund vom Spitzenhumor und ich habe mich wirklich gefreut. Das war ein respektvoller, liebevoller, witzig stichelnder, kritischer Kommentar, protestantisch im besten Sinn. Sechstens. Wir müssen gemeinsam auf das Zentrum setzen. Liebe evangelischen Schwestern und Brüder, es darf nicht in erster Linie um Sakramentalien, um Sekundäres, um Brauchtum oder gar bloßes Dekor gehen. Es muss um Christus gehen. Die Mitte darf nicht wegbrechen hier in Berlin. Wir leben in herausfordernden Zeiten, die zu bewältigen Themenkomplexe heißen Corona, Klimawandel, Präimplantationsdiagnostik, Sterbehilfe, Flüchtlingshilfe und so weiter, um nur einige zu nennen.
Und hier verbergen sich gewaltige Anfragen an unseren Glauben. Und wenn wir diese Phänomene nicht einfach von Fall zu Fall aus dem Bauch raus mehr so kommentieren wollen oder glorifizieren wollen oder dämonisieren wollen, sondern wenn wir diese Dinge fundamentieren wollen, dann brauchen wir selber ein Fundament, auf dem wir stehen. Und wir Christen, wir haben so ein Fundament. Und dieses Fundament ist Christus, und zwar Solus Christus. Und siebtens, Schlussappell. Wer, wenn nicht Sie, die Kirchen der Reformation, sind aufgefordert, diese Mitte quer durch alle kirchlichen Moden und Zeitgeistern einzuklagen, wer, wenn nicht Sie, immer mit diesem Jesus? Bitte ersparen Sie uns, den Christen der anderen Konfession, diese Penetranz nicht. Widerstehen Sie, der Paulus, uns, dem Petrus, dem Kephas der Lesung, der Katholiken und dem Andreas der Orthodoxie ins Angesicht. Ja, es rettet uns, so erhaben diese Tradition ist, nicht das Küssen einer Christus-Ikone, wenn man nicht mehr weiß, für wen diese Ikone steht. Es retten uns keine katholischen und noch so imposanten Kathedralen, wenn man vergessen hat, auf wen diese prächtigen Bauten hinweisen. Und es retten uns freilich auch keine protestantischen Oratorien, wenn man nicht mehr weiß, aus welchem Geist heraus ein Johann Sebastian Bach oder ein Paul Gerhardt oder wie sie alle heißen, sie eins komponiert haben. Als Katholik sage ich natürlich nicht entweder oder, sondern et, sowohl als auch. Ich mag Ikonen, Kathedralen, Oratorien. Aber ich weiß auch, durch solche, wie der Paulus jetzt sagen würde, durch solche Werke wird der Mensch nicht gerecht. Das können nur die Früchte des Geistes sein. Ewiges Leben ist nur möglich, wenn der auferstandene Christus selber in mir lebt, wenn ich, wie Paulus sagen kann, ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich für mich selbst dahingegeben hat. Ich werfe die Gnade Gottes nicht weg. Denn wenn durch das Gesetz die Gerechtigkeit kommt, so ist Christus umsonst gestorben. Uns allen das immer wieder unentwegt in Erinnerung zu rufen, ist wichtig. Und wer, wenn nicht Sie, liebe evangelischen Schwestern und Brüder, wäre prädestiniert für diese Aufgabe? Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.